Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge World of Tanks. Ja, heute wollen wir uns mal mit dem sturen Emil befassen. Und der macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Also stur ist, der ist er wirklich. Ich war auch, drauf und dran, das Ding irgendwie zu überspringen mit freien EP. Und es war zum Anfang doch wirklich eine arge Qual. Aber mit diesem Video, möchte ich irgendwie ein bisschen Mut machen vielleicht an die... die auch noch gerade das Ding durchgrinden bis zum Rheinmetall. Vor allem, wenn man nachher die Top Gun drauf hat, wie wir sie auch hier jetzt haben, dann macht der, ich habe es selbst kaum glauben können, aber der macht der tatsächlich Spaß. Ich habe am Ende richtig gute Runden rausgehauen. Erstaunlicherweise, ich weiß gar nicht warum, aber habe ich tatsächlich auf der Platte nur noch diese hier. Es ist nicht die allerbeste, es ist auch nicht die allerschlechteste. Wir haben auch gerade gesehen, wir sind absolutes Top-Tier. Dann kann das Teil natürlich ordentlich austeilen, eben gerade wenn man die Top Gun drauf hat. Das werden wir hier im Laufe auch noch sehen. Und so ein kleiner Mutmacher vielleicht an die noch am Grind sind. Ich kann euch nur sagen, bleibt dabei. Sobald ihr die Top Gun drauf habt, dann kann der schon wirklich richtig geil austeilen. Es lohnt sich. Ich habe tatsächlich überlegt, den noch in der Garage zu halten, nachdem ich ihn durch hatte. Aber hier sehen wir schon. Erster Treffer. Ich glaube, das war eine 5er M67. Die haben dann keine Freude. Auch der hier ist schnell Geschichte. Ja, wir sind hier auf Flugfeld und schauen wir mal, wie es weitergeht. Es steht auch schon 3:1. Es ist ja so ein halbwegs Low-Tier-Gefecht, das in der Regel schon schnell rum ist. Gut, das hat man, wie gesagt, habe ich mal in einem anderen Video auch erwähnt. Das kann auch bei höherstufigen Matches passieren, aber hier so im Low-Tier-Bereich fällt mir das auch immer mehr und immer deutlicher auf. Das geht teilweise ruckzuck. Es steht auch schon wieder 4:2. Die Runde ist, gerade mal 3 Minuten alt. 5:2 jetzt. Und wir stehen hier gemütlich auf unserer Anhöhe und können, beruhigt unseren Schaden austeilen. Das ist natürlich nicht immer möglich, das ist klar. Aber trotzdem, es soll so eine Art Mutmacher sein. Bleibt ruhig dabei. Die Kanone kann anständig austeilen. So, in diesem Moment dachte ich mir, jetzt da hinten ist nicht mehr allzu viel zu holen, also gucken wir mal, was auf der anderen Seite zu machen ist. Er steht mittlerweile schon 6:2. Sieht gar nicht so schlecht aus. Irgendwer ist auch schon am Cappen. Wir sind übrigens im Begegnungsgefecht. Falls es jemandem noch nicht aufgefallen ist. Und schauen wir mal weiter, was denn noch so passiert. Also ich kann schon mal erzählen, mittlerweile habe ich diesen Emil nicht mehr in der Garage. Auch wenn ich am Ende tatsächlich wirklich klasse Runden gespielt habe und richtig gute Ergebnisse eingefahren habe, habe ich dann tatsächlich auch eine Sekunde lang überlegt, behalte ich ihn oder nicht, und dann fiel die Entscheidung auf Nein. Und letztendlich bin ich natürlich froh, ihn durchgegrindet zu haben. Aber wie gesagt, kriegen wir hier den... kriegen wir nicht. Dranbleiben lohnt sich. Okay, dann 9:6 jetzt. Schauen wir mal. Auch gerade ein 9:6 oder auch ein 7:3 oder 7:4 stand es vorhin. Ja, das ist noch längst nichts entschieden in diesem Bereich. Das kann sich ruckzuck noch drehen. Ich habe auch schon Runden gehabt, da führte unser Team 7:0 und am Ende wurde es noch verloren. Also, ich musste wirklich bis zum Ende dranbleiben. So, jetzt komme ich hier nicht hoch. Komme ich hier hoch? Komme ich hier doch noch hoch, ne? 10:6 mittlerweile. Ja, wir kommen doch noch hoch. Da hinten ist ein OI, der leider etwas ungünstig steht. Da werden wir nicht viel rausholen können. Aber ist ja noch ein bisschen was anderes da. Schauen wir mal, wo wir noch ein bisschen was abkriegen. Also der OI tut uns jedenfalls nicht den Gefallen. Jetzt dreht er auch noch komplett ab. Ist nicht mehr zu
erreichen für uns momentan. Da kommt aber ein Black Prince, full life. Bleibt ungünstigerweise aber auch genau hinter dem Bunker da stehen. Leider auch nicht zu erreichen für uns. Aber wir sehen schon, wir können hier uns gemütlich, mehr oder weniger gemütlich positionieren, wo wir möchten. Macht uns niemand auf. Gut, in dem Fall ist auch nicht mehr allzu viel da. Ja, wie gesagt, auch das hat man nicht immer. Es wird auch miese Runden geben, das sei euch gesagt. So, nun dachte ich, ja komm, wenn die nicht kommen, dann komme ich halt. 12 zu 8, so viel ist auch nicht mehr zu holen. Aber da wir noch ein bisschen was abgreifen wollten, dachte ich mir, dann fahren wir ein bisschen aggressiv, wenn man das so sein will, vor. Ja, der allermobilste ist der Emil natürlich auch nicht. Das kommt auch noch dazu, aber er hat eine super Gun Depression. Das heißt, man kann hier extrem weit den Hügel unten bleiben quasi. Und ja, das habe ich auch alles viel zu spät eingesetzt, so richtig und erfolgreich. Deshalb waren die ersten Gefechte auch eher für den Arsch. Und richtig Spaß hat er da tatsächlich auch erst am Ende gemacht, wo ich dann gemerkt habe, oder wo ich dann drauf gekommen bin, wie ich nun zu spielen habe, gegen Ende. So, jetzt schnappen wir uns den Black Prince. Ganz easy mit der Gun. 13 zu 10. Wir haben da jetzt noch den OI und ich glaube, es ist noch ein weiterer Emil hier irgendwo unterwegs. So, dann verarzen wir jetzt aber erstmal den OI. Der ja mit den anderen beschäftigt ist, so können wir auch hier gemütlich ran und den Kill machen. Wieder ganz locker mehr. Und da hinten steht auch schon der Emil, trifft uns. Wir nehmen die gegnerische Basis ein. Aber da können wir zurückschlagen. 491, die Dinger tun schon richtig weh. Die haben einen unserer Panzer zerstört. So, und jetzt müssen wir da nicht gleich den Sieg einfahren können. Sollte der Emil hinten jetzt nicht noch ein Wunder bewirken. Schon mal, aber da ist es um ihn geschehen. Die Su-85 hat das erledigt und wir gewinnen das Ganze. Ja, war jetzt keine überragende Runde, wie ich es jetzt schon erwähnt hatte, aber auch jetzt nicht die allerschlechteste. Das war ja noch die Zeit, als die Grille gerade rauskam und man dort erstmal weniger bezahlen musste auf dieser Linie und natürlich mehr Erfahrung bekam. Das habe ich natürlich dann auch, war natürlich auch ein Grund, warum ich den nochmal richtig rausgeholt habe, den Emil, und intensivst gespielt habe. Das habt ihr jetzt natürlich nicht mehr, aber trotzdem, ich kann euch sagen, der kann am Ende doch Spaß machen. Ja, das Ganze hier war dritter Klasse. Wir haben 30.000, knapp 31.000 plus gemacht. Noch ganz gut abgesahnt, aber auch die 2.500 extra EP waren mit drin. Ja, zweitbester unseres Teams, 4 Kills am Ende, 1775 Schaden und ja, das war es dann eigentlich zum Emil. Wie gesagt, ich habe ihn nicht mehr in der Garage und es wird dann noch das ein oder andere Video zum Nachfolger, zum Rheinmetall geben und bis dahin erstmal, das war's und bis dann.